to steal or not to steal? That is the question. Hallo zusammen, Kampfbock von Streeter hier. Heute mal mit was anderem. Und zwar geht es heute nicht um den Kriegshammer, den legen wir zur Seite, sondern um diesen Helm. Als Option tatsächlich für eine herkömmliche Fechtmaske und positive, negative Dinge etc. und ein Fazit, darum geht es heute. Dieses Review ist in 5 Blöcke eingeteilt: Style, Ingenieurskunst, Qualität, Komfort und Kampfverhalten. Der Helm, wie ihr sehen könnt, hier wurde produziert von Steel Mastery und sie verkaufen ihn als HEMA Helmet. Vom Style her muss ich sagen, gefällt er mir vom Prinzip her schon mal sehr. Das ist tatsächlich was anderes als jetzt die gewöhnlichen Fechtmasken tatsächlich. Man fühlt sich irgendwie, finde ich, mehr als wirklicher Ritter als jetzt, sag ich mal, ein herkömmlicher olympischer Fechter. Die Kritikpunkte an den Fechtmasken, es sieht halt immer nach olympischem Fechten ein bisschen aus, auch wenn man den Latz drüber hat, aber nicht so richtig ritterlich, wie man es ja eigentlich irgendwo sich dann doch dann ein bisschen vorgestellt hat. Hier seht ihr den Helm dargestellt auf steelmastery.com. In dem Fall in der kleineren Größe mit dem gelben Schaumstoff für 139 Euro. Dazu kommen noch Versandkosten und Zollgebühren. Insgesamt seid ihr also ungefähr bei 180 Euro. Versand erfolgt aus der Ukraine. Allerdings sehr schnell. Der war innerhalb von kurzer Zeit da, auch wenn ich dann beim Zollamt vorbeischneiden musste, was die meiste Zeit ausgemacht hat. Die Basis des Helms ist das 2 mm dicke Edelstahlvisier mit diesen rhombischen Löchern, die 8 mm Diagonale haben. An der Seite gibt es dann noch die Ohrlöcher extra ausgestanzt. Zu diesen Ohrlöchern komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Von der Durchstoßresistenz her konnte man mir keine Informationen geben, aber man hat mir freundlich mitgeteilt: Dude, es sind fucking 2 mm Edelstahl. Quer über den vorderen Kopfbereich gibt es dann noch diese Stahlbogenplatte, einmal rüber aus gehärtetem Stahl. Und das sieht man auch, weil nämlich auf der anderen Seite sieht man hier schon Rostflecken, weil ich sie hätte besser pflegen sollen. Oben sieht man auch noch diesen Dent darin, um zusätzliche Stabilität von oben zu garantieren, gegen Verformungen. Der Rest des Helms besteht aus Kunststoffgewebe. Auch hier gibt es keine Angabe zur Durchstichresistenz, aber es hat jetzt irgendwo gar keine Spuren hinterlassen, egal was ich da gemacht habe. Und es wirkt sehr, sehr, sehr overkill stabil. An verschiedenen Stellen sind noch Hartplastikteile drunter, wie jetzt vorne bei dem Latz. Oder auch auf der Rückseite am Hinterkopf, aber auch am Oberkopf sind Plastikplatten noch drunter. Allgemein im ganzen Schulter- und Halsbereich lässt sich das erkennen. Vorne hartes Plastik, unten in der Kinnregion hartes Plastik noch drunter, extra verstärkt nochmal. Die Schulterflaps, selber insgesamt 3 Stück, sind mit einem Gummiband zusammengenäht, damit es nicht nach oben wegfliegt und hält. Wenn man von innen das Ganze betrachtet, sieht man, dass alle Teile innen drin ausgepolstert sind mit bis zu 3 cm dickem Schaumstoff. Die Dicke unterscheidet sich jetzt ein bisschen je nach dem Stück, was an Schutz vorhanden ist. Zum Beispiel die Schultern unten links und rechts sind ein bisschen dünner, wohingegen aber innen drin im Helm die Maximaldicke herrscht etc. Die gute Nachricht: man kann alle Schaumstoffteile, wenn sie durchweicht sind oder kaputt sind, rausnehmen und gegen neue eintauschen. Zusammengefügt sind die Teile teils mit Kleber und dann doppelt abgesichert noch mit den Nieten, wie man entlang der Laufleiste sehen kann, als auch dann zusammengenäht.
Auf der Rückseite gibt es noch ein Gurtsystem, sodass man das tatsächlich sehr individuell einstellen kann und eng, sodass der Helm wirklich gut sitzt. Oben noch mit einem Öffnung und noch Klettverschluss, sodass man easy rein und rauskommt und das Ding perfekt dann auch gut sitzt, weil man ja diesen Metallbügel von der Fechtmaske nicht hat. Der ganze Helm wiegt 2,4 Kilogramm. Als Vergleich, meine Fechtmaske mit Überzug wiegt 2,2 Kilogramm, also nicht wirklich entscheidend weniger. Zur Qualität des Ganzen lässt sich Folgendes sagen. Hier oben dieser Querstahlteil, super gemacht, richtig, richtig gut. Der hält auch einiges aus und man hat keine harten Kanten, ist alles abgerundet, von daher sehr schön. Das Visier sieht von außen schön aus, muss man sagen. Was man hat, wenn man jetzt mal näher rankommt, hat so kleine Schweißpunkt-Dinger noch irgendwo, jetzt zum Beispiel hier an dieser Stelle oder hier unten zum Beispiel, kleine Unsauberkeiten. Das wäre schön, wenn sie das rausgemacht hätten. Hier an der Stelle habe ich festgestellt, das ist leicht eingedellt schon von Anfang an gewesen. Das war ich nicht, also von daher, das war schon. Aber das fällt auch nicht weiter auf. Ansonsten war es tatsächlich kratzfrei. Ihr seht jetzt hier durch die Benutzung, seht ihr natürlich jetzt die Ecken und Kanten etc. Was nicht gut war, die einzelnen Gitterelemente hier. Die Kanten sind nicht abgeflacht, die sind scharf. Und das stellt tatsächlich noch ein Problem dar. Das erkläre ich aber nachher noch genauer an anderer Stelle. Von innen hingegen, ja, mehr muss ich dazu nicht sagen, oder? Nicht schön. Das sieht man zwar nicht unbedingt, aber ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass sie es ein bisschen sauber gemacht hätten. Man sieht es nicht von außen, man sieht es auch nicht, wenn man den Kopf drin hat, logischerweise, wenn man auf andere Sachen konzentriert ist. Aber so optisch, naja, muss man selber entscheiden, ob man das jetzt schlimm findet oder nicht schlimm findet. So, die Nieten sind ordentlich gesetzt. Auch das muss man sagen, haben sie schön gemacht. Außer hier bei dem Oberteil, da haben sie einfach nur da gemacht, da bleibt man leicht, also hier besonders bleibt man hängen, hier sieht man es, die ist nicht sauber, aber auch das ist irgendwo noch ein bisschen vertretbar, das ist okay. Alles etwas martialisch. Dann die Stoffteile. Die Stoffteile sind ordentlich versaumt, ordentlich vernäht. Auch von drinnen sieht man, dass es ordentlich vernäht wurde. Hier ist so eine Naht zum Beispiel, das sieht gut aus. Auch von den Stitches hier. Das passt alles. Wir haben keine. Ah, hier haben wir einen rausgucken. Da haben wir einen leichten Faden rausschauen. Das ist aber nicht schlimm. Ansonsten außen, und das ist das Wichtige, sind keine Fäden, wo man hängen bleibt oder so. Das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Auch die Plastikteile und der Schaumstoff, was sehr positiv aufgefallen ist, dass es nicht nach Chemikalien stinkt. Das war so. Das Wichtigste eigentlich, dass wenn man seinen Kopf da reinmacht, dass man nicht irgendwie eine Chemiefabrik kriegt. Sehr, sehr wichtig. Kommen wir zur wichtigen Geschichte. Komfort. Komfort habe ich aufgeteilt in Sichtbarkeit, habe ich es mal genannt. Das heißt, wie gut sehe ich, wenn ich den Helm aufhab? Die Löcher sind größer als bei dem herkömmlichen Mesh, das wir haben. Das heißt, es kommt wesentlich mehr Licht rein. Andererseits sind die Zwischenräume auch dicker. Das heißt, bei manchen Situationen kann es sein, dass man tatsächlich dann die Klinge vom Gegner nicht unbedingt so gut sieht wie mit der Fechtmaske. Allerdings, und das ist der nächste Punkt, Luft in diesem Ding. Ganz oft haben wir die Problematik, dass wir schlecht Luft bekommen nach einer Weile in den Fechtmasken. Das ist an der Stelle nicht der Fall. Die Lüftung in diesem Helm ist der Wahnsinn. Man schwitzt tatsächlich weniger als unter Fechtmaske mit Überzug. Schon gar, weil man die großen Löcher hat und weil das insgesamt ein bisschen offener ist, sage ich jetzt mal. Vom Hören her ebenfalls. Vorne offen, Seite offen. Bombe. Man muss nicht dauernd den Kopf nach vorne nehmen. He, he, he. Nein, man hört wunderbar durch diese ganze Geschichte durch.
Atmen, ebenfalls Bombe durch die großen Löcher, luftiger das Ganze. Man kann tiefer Luft holen und kommt nicht so leicht außer Atem wie jetzt mit einer traditionellen Fechtmaske mit Überwurf. Es ist wirklich angenehm, den Helm zu tragen. Das Einzige, beim Ausziehen hat man so dieses klassische Helmproblem, es bleibt an den Ohren hängen. Drinnen ist es schön, weil man diese ausgeschnittenen Schaumstoff-Ohrlöcher hat. Da ist das kein Thema, da sitzen sie frei und man ist trotzdem hier geschützt und eng eingepackt. Beim Ausziehen eben ist es so, ja, da schibbelt es an den Ohren tatsächlich ein bisschen. Von der Mobilität her, von den Bewegungen her etc., das ist angenehmer, als ich gedacht habe. Man kann den Kopf sehr leicht drehen, es schwingt nicht so mit. Man verhakelt sich nicht auch wie mit der Fechtmaske oder ist eingeschränkt. Aber, und das ist der große Negativpunkt, wenn man die Arme hochhebt, dann verfangen sich teilweise diese Schulterprotektoren in den Schultern drin. Das heißt, der ganze Helm wird so nach oben gedrückt. Das ist mir aber nur ein paar Mal passiert, als ich es ohne Jacke versucht habe. Mit Jacke ist es gerade abgeglitten und mit hochgerutscht. Also das war kein Problem. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist, wenn man Schulterprotektoren tatsächlich noch drüber trägt über der Jacke, ob es sich dann verhakt oder nicht verhakt. Das müsste man noch rausfinden. Aber nur mit Fechtjacke ist es super. Auch dann hält das Ganze. Dadurch, dass es im Kinn hier quasi drin liegt, ist der Helm relativ safe. Wenn man hinten noch den Strap ordentlich anlegt, dann wackelt er auch nicht durch die Gegend. Beim Kopf drehen funktioniert es einigermaßen auch gut. Wenn auch nicht so 90 Grad. Klappt nicht so ganz. Wichtigstes Thema überhaupt. Verhalten bei Treffern. Und ich habe das Ganze aufgeteilt in drei verschiedene Arten. Plastikwaffen, Stahlwaffen und stumpfe Hiebwaffen. Drei Kategorien. Zu den Plastikwaffen. Das Ding besteht zum Großteil aus Stahl. Der Rest sind wirklich dick gepaddete Plastik- und Schaumstoffteile. Von daher, man fühlt, dass man getroffen wird, auf jeden Fall. Man bekommt ein Feedback, aber es tut halt überhaupt nicht weh. So gar nicht weh. Also der Einschlag tatsächlich kaum merkbar. Zu den Stahlwaffen. Bei den Hauen gilt auch dasselbe wie bei den Plastikwaffen. Dadurch, dass es so stark gepolstert ist und so stark geformt und stabil in Form, man spürt den Einschlag. Definitiv. Okay, ja. Aber es tut auch da nicht weh. Allein das Momentum wird so gut aufgefangen und dadurch, dass der Helm sitzt auch so stark drauf, dass jetzt irgendwie ein Twer von der Seite auch irgendwie nur so, ja, nicht so schlimm. Auch mit voll Tournament Sword, Batsch dagegen, nicht wirklich ein Problem. Außer, und das ist der zweite riesengroße Kritikpunkt, es scheppert gnadenlos. Das sind Stahlseiten, da sind Ohrlöcher drin. Wenn man jetzt irgendwo von der Seite hier eine dagegen gezimmert bekommt oder auch vorne eine dagegen gezimmert kommt, es ist so fucking laut in dieser Maske drin. Was geholfen hätte und was definitiv das Ganze einfach lösen würde, wäre hier an der Stelle einfach ein kleiner Stoffüberzug gewesen. Das heißt, wenn man das hier, diesen Stoffteil, einfach runtergezogen hätte, dann wäre das Ganze lang nicht so schlimm gewesen. Aber dadurch, dass es Stahl ist und die Ohrlöcher noch da sind, macht es das Ganze umso schlimmer noch und es scheppert wirklich grandios laut. Also nach einer Stunde Sparring mit ordentlichen Treffern knallen euch ganz schön die Ohren. Das muss einem bewusst sein an der Stelle. Zu stumpfen Hiebwaffen. Stumpfe Hiebwaffen, ich meine, das ist, wo der Helm wirklich sein Potenzial entfaltet. Also ich habe vorhin mal draufgeschlagen, nochmal, wie ihr gesehen habt am Anfang. Funktioniert wunderbar. Auch auf die Weichteile, sogar mit dem Rabenschnabel auf die Weichteile drauf. Also da, wo jetzt kein Stahl auf dem oben drauf ist tatsächlich oder auch an der Seite, sondern diese Plastikschutzkappen. Wahnsinn! Ganz besonders hervorheben möchte ich an der Stelle, dass man hier auch an der Seite, also allgemein die Halsprotektoren, hier auch an der Seite, dieser ganze Ring, der ist wirklich Gold wert. Wer mal an der Maske tatsächlich getroffen wurde, an der Stelle mit einer harten Waffe, also mit einer Schwungwaffe tatsächlich an der Stelle. Die Fechtmasken sind da relativ offen, was das angeht und das tut sehr schnell weh.
Allgemein ist die große Kritik ja, gerade ist bei so Dingen wie Mordaxt, aber auch bei halber Stange oder sowas, Hellebarde, das sind Dinge, die man schwer im Sparring machen kann, weil die Treffer tatsächlich wahnsinnig wehtun, wenn man ordentlich Gas gibt. Wer ein Speer mal reingerannt ist mit dem Gesicht, der weiß, dass der Kopf nachher 20 cm weiter nach hinten versetzt wird, aber der Körper immer noch nach vorne läuft. Gut, das hält der auch nicht auf, aber zumindest diese Seitschwungtreffer werden und von oben auch werden wahnsinnig gut abgedämpft. Das, wo der Helm wirklich, wirklich, wirklich seine Glanzseite hat, das muss man tatsächlich sagen. Auch von vorne tatsächlich dieser Schutz hier, das ist so dick am Kinn, dass da wirklich, wirklich viel abgefangen wird von den Schlägen und vom Impact. Versteht mich nicht falsch, es tut immer noch scheiße weh, wenn da ordentlich mit Schwung was kommt, aber es ist im Vergleich zu einer traditionellen Fechtmaske wesentlich besser. Kommen wir zu den Stichen. Jetzt, Stiche sind so ein Spezialthema und ihr seht auch logischerweise, warum das Ganze bei diesem Helm mit Stichen nicht so einfach ist, wie man sich das Ganze vorstellt. Ich hatte eingangs erwähnt, dass es sich um einen HEMA-Helm handelt tatsächlich und ich habe so Dinge wie diese kleinen Waffen jetzt im Endeffekt mal rausgelassen, weil obviously, ja, jetzt mit dem Plastikschutz kommt es nicht durch, aber ansonsten braucht man nicht drüber reden, dass der Helm für solche Dinge nicht gebaut wurde. Ganz, ganz, ganz deutlich. Stiche von unten. Großes Problem. Stiche von unten, jetzt nicht aus dem Grund, weil es jetzt unter den Schutz drunter gleitet und dann irgendwo in den Hals reinsticht. Dafür hat man dann den Blade Catcher und so weiter bei der Jacke etc. Das ist nicht das Problem. Aber wenn man sich den Helm im Profil anschaut, hat man hier dieses vorgelagerte Teil. Ja, normalerweise bei der Fechtmaske, wenn man das bei der Fechtmaske vergleicht, die Fechtmaske ist hier vorne nicht so ganz krass gebogen wie der Helm. Ja, da sieht man das jetzt schön. Die Fechtmaske an der Stelle sitzt gerade an. Das heißt, wenn ein Stich kommt von unten, dann gleitet der normalerweise ab. Und das ist auch Sinn und Zweck logischerweise von dieser Form. Ja, deswegen ist diese Form, wie sie ist, ja, auch bei den Helm tatsächlich, den authentischen und historischen Quellen, haben wir auch die meisten Helme rund hier unten mit dem Visier, dass es eben abgleiten kann in verschiedene Richtungen. Und das ist jetzt ein bisschen ein Problem, wenn man jetzt vom Stich von unten ausgeht, dass es tatsächlich hier volle Rotze reingeht. Ja, hier, das hält den Stich ab, das Padding ist groß genug, aber es drückt den ganzen Kopf nach hinten. Auch hier an der Stelle. Ein Stich von unten drückt den Kopf nach hinten, weil er einfach hängen bleibt. Und das ist ein großer Kritikpunkt, der sehr, sehr wehtun kann. Jetzt im Feldversuch habe ich das mal mit der Maske und mit dem Helm ausprobiert. Das ist nicht ganz so schlimm, wie ich es erwartet habe. Es könnte schlimmer sein. Aber es hat sich gezeigt, dass auch bei der Fechtmaske die Dinger von unten nicht so cool sind und sie dann auch hier hängen bleiben. Also die Chancen sind bei beiden groß. Bloß wenn es mal passiert, drückt es das Gesicht mit dem Helm hier definitiv auf nach hinten oder also den Kopf nach hinten oder zur Seite, je nachdem. Definitiv mehr als bei der Fechtmaske. Stiche zum Visier bei den Stumpfwaffen sind nicht wirklich ein Thema. Die sind dafür gebaut, die sind so groß und abgeflacht, auch beim Speer oder sowas. Super gut. Die sind das kleinste Problem. Bei Plastikwaffen und Stahlwaffen Stiche zum Visier, die haben tatsächlich dasselbe Problem. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf die nicht abgekantetheit und diese großen Löcher. Das Problem an der Geschichte, normalerweise sind Helme gebaut, dass wenn Stiche kommen, dass es abrutscht. Ja, deswegen ist auch die Form vorne so und das passt ja auch. Aber wenn der Stich verkehrt kommt, dann bleibt er hier hängen. Der gleitet nicht ab, sondern der Stich bleibt hängen und schiebt den ganzen Kopf auf die Seite. Ja, das passiert auch hier und das passiert auch von vorne direkt. Also es kann gut sein, gerade bei den abgerundeten Spitzen, die wir haben, an der Stelle, da sie sehr kantig sind, kann es sein, dass es sich verhakt und den ganzen Kopf nach zur Seite schiebt. Ja, da muss man schon arg zustechen, aber trotzdem, auch das ist ein großer, großer Kritikpunkt, was das Ganze angeht. Bei Plastikwaffen
trifft das genauso zu. Auch Plastikwaffen bleiben hängen, ja, diese Plastic Wasters. Nicht die aus Gummi. Die aus Gummi, die schiebt es meistens irgendwo weg. Wahrscheinlich fribbelt es noch das Gummi weg. Und wir reden von diesen Plastic Wastern tatsächlich, von diesen Vinyl- und synthetisch hergestellten Schwertern. Auch die bleiben hängen und schieben das so ein bisschen an die Seite. Großer Kritikpunkt ebenfalls. Wäre das jetzt ein bisschen abgeflacht und abgekantet, wäre es nicht so ein krasses Thema wie jetzt an der Stelle, wenn diese rhombische Figur scharf bleibt. Positiv zu erwähnen, der Style. Hey, man fühlt sich ritterlich und nicht wie ein olympischer Fechter, der zufälligerweise ein dickes Schwert entdeckt hat. Ingenieurskunst. Definitiv ein Hingucker, relativ gut durchgeplant. Ja, diese Stilbar hier oben, top. Auch die Bereiche von den Protektoren, alles sehr, sehr gut durchdacht. Ganz besonders diese Halsprotektoren sind wirklich eine Ergänzung, die Sinn ergibt und gut ist. Qualität ebenfalls sehr gut durchdacht. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt wirklich Schiss, dass irgendwo was durchkommt oder was bricht. Also man fühlt sich sehr, sehr gut beschützt. Auf dem Schlachtfeld super gegen Hiebwaffen mit großem Schwung. Top Sache, man fühlt sich gut geschützt. Negative Aspekte. Die Schulterteile, die eventuell sich in den Protektoren verhängen, muss man aber sehen, ob das tatsächlich zutrifft. Die unglaubliche Lärmbelästigung, wenn man Treffer auf die Ohren bekommt mit Stahlwaffen. Der Kinnteil, wo man irgendwie denkt, man kriegt einen Uppercut gegens Gesicht von unten dagegen geschlagen. Nicht gut. Großes Problem, die Visierlöcher und das Hängenbleiben mit den Waffen in den Visierlöchern, das tatsächlich zu Schwierigkeiten im Nackenbereich führen kann. Zusammengefasst, wirklich geiles Teil für schwere Trainingswaffen, wie Stangenwaffen zum Beispiel oder Plastikwaffen. Dafür für Sparring top-notch und super. Nicht so sehr für die Stahlwaffen. Für die Stahlwaffen mit Abstrichen, aber ebenfalls gut brauchbar. Wenn ihr weitere Fragen oder Anregungen haben solltet, dann schreibt mir es bitte in die Kommentare. Ich hoffe, ihr fandet das Ganze informativ und hat euch einen Einblick in diese Art des Helmes gegeben. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal beim nächsten Review wieder dabei. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen. Au!